9. November 1938, der Tag, über den wir heute nachdenken, einfach so ein Tag. Ein Tag in einer zeitlichen Abfolge, die begonnen hat mit der Machtergreifung der Nationalsozialisten und die weitergegangen ist in ihrem prozessualen Geschehen bis zur industriellen Vernichtung von Menschen, bis zur industriellen Vernichtung von Juden. Dieser Tag hebt sich von den anderen deswegen heraus, weil er damals publizistisch ausgeschlachtet wurde, sozusagen mit Blitzlicht. Man sah Synagogen brennen. Synagogen, Gotteshäuser, die damals von der Bevölkerung, von der Umgebung eigentlich gar nicht als Gotteshäuser wahrgenommen wurden, sondern eben als Häuser für die Juden, die man halt angesteckt hat. Aber der Tag war nichts anderes als ein Tag in einem Prozess, sozusagen ein Schlaglicht an einem Tag, in einem Prozess, von dem man damals noch gar nicht hatte erkennen können, wohin er gehen würde. Man erkannte, dass dieses Deutschland seine Juden nicht mehr wollte. Dieses gesamte Deutschland, dieses ganze Deutsche Reich. Es ist der 9. November 2006 und es ist wieder ein Tag in einem zeitlich ablaufenden Prozess, aber diesmal ein Tag in einem ablaufenden Prozess des Vertrauens. Dieser Staat, dieses Deutschland will seine Juden. Es pflegt seine Juden. Es zeigt es seinen Juden auch. Es gibt einen Staatsvertrag. Ein Staatsvertrag zwischen der Bundesregierung und dem Zentralrat. Es gibt einen Staatsvertrag auch hier in Nordrhein-Westfalen zwischen Nordrhein-Westfalen und der Synagogengemeinde Köln sowie den anderen Landesverbänden, die wir hier in Nordrhein-Westfalen haben. Es gibt eine freundschaftliche, vertrauensvolle Zusammenarbeit mit den Spitzen der Stadt. Und so erlauben Sie mir, diesen 9. November 2006 dazu zu verwenden, Sie zu bitten, sich weiter zu engagieren in dem, was Sie heute machen, wenn Sie zu uns kommen. Denn Sie engagieren sich für die Werte der Demokratie, wie wir auch. Dieses Land ist demokratisch und das muss es sein und das soll es sein. Zur Demokratie gehört, und darauf möchte ich Sie hinweisen, auch Zivilcourage. Da gehört Eintreten zu. Wenn irgendetwas passiert, was rechtsradikal ist, was antisemitisch ist, auch andere Dinge, die passieren. Schauen Sie hin, schauen Sie nicht weg, schauen Sie hin. Kein Wegsehen, handeln. Sie wissen, wie das hier in Köln heißt. Ah, Schuh und Zeng auseinander. Tun Sie es, tun Sie es. Spätestens also mit diesen Taten des 9. November 1938 hätte das Verbrecherische des Nazi-Regimes jedem Deutschen vor Augen treten und ihn zum Widerstand aufrufen müssen. Aber nichts dergleichen geschah. Im Gegenteil, die Zustimmung zum Regime wuchs, der Terror wurde brutaler, einen Aufschrei von Minderheiten gab es nicht, weil sie systematisch vertrieben, verhaftet und vernichtet wurden. Sicher ist, dass neben vielen bekannten historischen Fakten auch eine sehr persönliche, schäbige, aber äußerst wirkungsvolle Waffe traf, das Gift der Bestechung und persönlichen Bereicherung. Der Zugriff an dem Gut ihrer jüdischen Nachbarn und die sich eröffnenden Aufstiegschancen durch plötzlich frei werdende Stellen in Justiz, Verwaltung, Universität und Handel lähmten die Widerstandskraft gegen das Regime entscheidend, ja viele wurden erst dadurch zu aktiven Parteigängern. Die widerwärtige Gier nach Geld und Karriere auf Kosten der vertriebenen Juden ist auch nach über 60 Jahren ein ziemlich dunkles Kapitel der Nazi-Geschichte. Viele, allzu viele, haben kein Interesse an einer wirklichen Aufarbeitung. Dies gilt auch für Köln. Der Blick in die Vergangenheit muss ausgehalten und er muss auch zugemutet werden, damit kein Jugendlicher den Rattenfängern von sogenannten Heimatbünden und ähnlichem Unsinn, gefährlichem Unsinn auf den Leim geht. Schulen und Eltern müssen mehr
viel mehr über die Gefahren des Rechtsradikalismus informieren, damit junge Menschen über Argumente verfügen. Aber das ist leichter gesagt als getan, in einem Land der Jugendarbeitslosigkeit wie noch nie in seiner jüngeren Geschichte. Wir wissen doch, dass die Gründe für das Auftreten von Radikalismus ebenso wie beim Terrorismus vielfältig und mehrschichtig sind. Aber es steht auch fest, dass soziale Deformation oder Degeneration, man kann es auch das Heranwachsen einer Unterschicht nennen, dass das Gefühl der Ausgeschlossenheit und des zu kurzgekommenseins anfällig macht für Radikalität und Schwarz-Weiß-Denken. Dieser Tag der Erinnerung und Vergewisserung, den einige vor Jahren übrigens schon für überflüssig und ritualisiert hielten, er hat nach wie vor seine Bedeutung und Berechtigung. An den Nazi-Terror zu erinnern, um sprachfähig für die heutigen Probleme zu sein, sich zu erinnern, um zu einem aktiven Tun aufzurufen und um persönliche Solidarität zu bekunden. All das ist es wert, heute bei Ihnen, liebe Freunde in der Synagoge, sein zu dürfen. Vitadal, vitale, vitalal, schmeide kudesha berezo, leila min kol birchata veshirata, tush berchata venechemata, damiran bealema veimeru amen. Yehei shlama rabba min shemaya, vechaim aleinu, veal kol Yisrael veimeru amen. Oseh shalom bimomav, ויעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן.